Tödlicher Hubschrauberabsturz in Pfunders. In Pfunders, oberhalb von Fintel, ist es am frühen Mittwochnachmittag zu einem tragischen Unglück gekommen. Gegen 13.30 Uhr stürzte ein Hubschrauber der US-amerikanischen Marke Anstorm Helicopter aus noch unbekannter Ursache in eine Schlucht. Bei dem Unglück verlor der Pilot, ein 75-jähriger Innsbrucker, sein Leben. Der Privathubschrauber war am Vormittag in Pisa gestartet und hatte in Bozen eine Zwischenlandung eingelegt. Gegen 13 Uhr hob der Helikopter wieder ab und flog weiter in Richtung Salzburg, als es bei Pfunders zu dem Unglück kam. Wie Augenzeugen berichten, soll der Hubschrauber bereits vor dem Absturz in der Luft explodiert sein. Ja, wir sind da spazieren gegangen und dann sind wir da oben auf einem Bank gesetzt. Und das ist ungefähr gewesen, vielleicht um 1:30 oder 2:30 vielleicht ein bisschen danach. Und nachher sitze ich da mit meiner Tochter und nachher hört man Hubschrauber. Dann sage ich, sieh mal an und schau mal, ob das Valerisch hinter uns kommt, da drin raus. Dann sage ich, ist das der Rettungshubschrauber? Dann sagt sie, nein, das ist Sette. Das ist ein anderer da. Und dann haben wir uns wieder ein paar dahin gesetzt. Und nachher ist der gerade bei uns da oben ins vorbeigeflogen. Und davor kommt der also ins Trudel da hinten mit seinem ganzen Ding. Und dann sagt meine Tochter, na, der hat jetzt nicht mehr das Recht, was ist denn jetzt? Und davor mal ist er mit dem Schwanz unten und mit dem Tor oben. Und in dem Moment tut es einen Tusch und nachher ist er explodiert, alles gebrunnen und gerade nieder. Fertig, das ist gewesen, innerhalb 10 Sekunden ist alles vorbei gewesen. Ja, ich habe den Hubschrauber gesehen, ich bin von Haus aus und her am Lerben, schaue über und sehe den Hubschrauber und sehe, wie toll schon von Hubschrauber angefallen sein. Und der Hubschrauber hat sich noch gedreht und ist noch angestürzt. Und dann haben wir noch einen Knall gehört und dann bin ich ins Haus und dann gewählt die 115 Anrufe. Dann ist die Sirene gegangen, dann sind wir in Einsatz gekommen.